Regiola, also Regiola, mi gente, was geht ab, meine besten neue Boy? Elmer Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, mi gente, ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für euren Support. Kuss geht raus. Leute, es geht mal wieder zu einem Bundesliga-Turnier, diesmal U15. Leute, viele verschiedene Mannschaften. Wir haben Hoffenheim, Bayern, Freiburg, Unteraching, Kaiserslautern, viele, viele Mannschaften. Und Leute, Leroy unter anderem von Bayern München hat schon sehr, sehr lange geschrieben. Ich wollte schon so oft bei ihm schauen gehen. Ich habe es leider bis jetzt noch nicht gepackt. Er ist schon lange Abonnent. Grüße geht auf jeden Fall raus. Ich bin gespannt, was es sein wird. Und checkt auf jeden Fall Finalia. Wisst Bescheid, neue Kollektion ist draußen. Link ist unten. Neue Shirts, neue Cappies. Alles, was ihr braucht. Okay? Also, ich würde sagen, wir sind da. Kostenlos Abo da lassen, Like da lassen. Bis. Ich bin angekommen und der Bre, Bubi, ne? Ja. Schon länger Abonnent. Alles gut bei dir? Ja. Sehr, 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 wie ist es gelaufen bislang? Ja. Kann man nicht so sagen, ist eigentlich gut, aber geht besser. Okay, gegen wen habt ihr nächstes Spiel? Gegen Hoffenheim. Okay, gewinnen, ne? Ja. Auf geht's. Fabrice auch am Start, alles gut, Boys? Ja. Welche Videos kennst du nochmal? Die mit Wakes und so am Strand und so. Beste, wo er Wasser von mir im Gesicht gekommen. Okay, dann geht's ins Hotel. Schau mal. Wakes hat sich mir gepackt. Auf jeden Fall, Jungs, gib Gas. Ja, Vollgas, ja. Torjubel, deine Kamera. Ja, 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 klar. Auf euch. Was hast du gerade gesagt? Mit, boah, ich guck deine Videos seit Walker-Zeiten. Diese Glatze, oh, weißt du? Oh mein Gott, ja, was ein Ehrenmann. Du meinst, du hättest mir geschrieben wegen Finelli? Ja, ja, mit Finelli. Weil? Bei Konzert? Ja, der hat Dings, der hat Tutti getragen und so. Wer? Die DJ! So, die Hände. Fußball. Kein Bierchen, aber eine Weißwurst hier. Zweimal Pommes. Haben wir zweimal Pommes? Lecker. 10 von 10. Knusprig, lecker, bisschen saftig. Ja, die zwei sehr. Job für dich. Ich habe gehört, dass Hoffenheim die Nummer 21 ein Brett sein soll. Aber Abonnent Leroy ist natürlich auch sehr, sehr stark. Die Nummer 10 von Bayern. Ja. Ich schaue gespannt. Jetzt erstmal Elfmeterschießen, Jungs. Wer sagt, wer macht's hier? Ich glaube. Ein Tachin. Okay, Männer, ich geh mal rüber aufs Tor. Mi Hente, unser erstes Spiel und direkt ein Elfmeterschießen. Memmingen gegen Unteraching. Und das macht er sauber, die Nummer 10 von Memmingen. Lässt dem Torwart gar keine Chance. Oh, und er hält ihn! Er hält ihn! Stark gehalten vom Memmingen-Keeper. Ring gegen Memmingen. Oh, und er hält ihn! Stark gemacht vom Keeper. Sind wir mit dem Keeper? Hey, stark gehalten, Bro. Hier ist gerade das erste Viertelfinale im Gange und zwar spielt hier Kaiserslautern gegen Darmstadt, Leute. Wir müssen aber dann gleich leider rüber. Auf jeden Fall schöne Grüße an beide Seiten, wo ich Zuschauer habe. Werden wir uns gleich dann drüben beim Bayern Viertelfinale sehen. Sie spielen gegen Jan Regensburg. Möglichkeit für Kaiserslautern. Oh, da ist das 1:0. 1:0 für Kaiserslautern. Jetzt könnte es knallen. Oh, geiler Pass! Oh! Ja, sehr, sehr geiler Pass gewesen da. Unteraching-Fan! Stark! Nicht ganz, aber fast. Kennst du Mike? Wer, Mike, Monte Goalkeeper? Ja. Ja, Bro. Sag ihm etwas. Was sagst du? Hallo. So, mi Hente. Also, jetzt geht's los. Direkt mit dem Viertelfinale und mit dabei Abonnentenspieltag Besatzung mit Leroy. Die Bayern erstmal von links nach rechts. Ich bin heute ein bisschen schlecht informiert. Ich glaube, gespielt wird 20 Minuten. Oder vielleicht bis. Oh, schön gemacht, Leroy! Leroy, my boy! Oh, Leroy trifft einfach! Er macht einfach das 1:0. In der ersten Minute, war geil. So gefällt's mir. Ich habe es ja angesprochen. Leroy, schon sehr, sehr lange Abonnent. Sehr, sehr stark durchgesetzt. Hat da die Ruhe bewahrt und dann locker mit seinem schwächeren Fuß den Ball oben reingebrettert. Sehr, sehr stark. Guter Ball. Oh, hübsch gemacht. Foulspiel oder kein Foulspiel? Schiri sagt nein. Oh, jetzt vielleicht Kontermöglichkeit. Oh, Leroy, schön gemacht. Hat er die Ruhe? Oh, aber gut da geblockt vom Keeper. Leroy wird die Flanke reinbringen. Schöner Ball. Weiter so. Mal wieder richtig interessant hier. Super Pass da von Leroy. Also der Mann auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Hübsch gemacht.
Boah, Liron kommt von den Unterschnell. Oh, der wird gefault, das letzte Mann. Und der Schiri, was? Also das war doch so ein klares Foul. Der stößt ihm doch direkt in den Rücken rein. Hätte man da auch ein Foulspiel und eine rote Karte geben können. Aber ja, Schiri ist am längeren Hebel hier. Die Bayern machen hier sehr, sehr Hochdruck. Wir können sich schön gemacht wieder von Liron. Wird da wieder getroffen. Ball kommt rein, gefährlich. Liron ist am Boden. Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass er sich nicht verletzt hat. Er wälzt sich auf jeden Fall ziemlich am Boden. Und Liron muss da jetzt gepflegt werden, aber er steht eigentlich schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, das geht weiter für ihn. Hübsch gemacht da vom Regensburg-Spieler. Uiuiui. Und das gibt einen Freistoß. Randspiel. Ein Freistoß in einer guten Position. So, also Freistoß jetzt für Regensburg. Irgendwie so wie er da steht, so wie er anläuft, ich glaube, der weiß, wie man Freistöße schießt. Der ist drin und ich hab's ja noch gecallt. Ich hab's ja noch gecallt, Leute. Ich meinte ja, so wie er da steht, man sieht den Baller. Das ist auf jeden Fall ein Baller. Also, alles wieder offen. 1-1. Markier, Männer. Muss mal nur. Zeig da. Die Jinga Brasil Skills. Liron, ich sag das wirklich nicht nur, weil er ein Abonnent ist. Er hat wirklich eine sehr, sehr geile Technik. Leute, Regensburg ist der alte Verein von Kenan Yildiz. Übrigens jetzt gerade mit der ersten Mannschaft von Juventus am Mittrainieren, mitspielen ist. Großverteidiger legt ab. Oh, da kommt er, da bist du hin! 2-1 Bayern München gegen Regensburg. Also irgendwie geht der Ball da rein. Spiel ist zu Ende, 2-1. Also das erste Spiel, Viertelfinal von uns mit unserer Abonnentenbesatzung von Liron. Geiles Spiel gemacht mit dem Tor, mit vielen Vorstößen nach vorne. Also wir gucken gespannt aufs nächste Spiel, Leute. Und das Viertelfinale ging 2-0 aus für die Hoffenheimer. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft. Hier sind gerade noch die Memminger Jungs. Also, und übrigens die Freiburger, die sind auch weiter, die sind auch im Halbfinale. Das war eben der Torschütze. Sag ehrlich, Talent oder Training? Training. Ist sehr wichtig. Ja, sehr oft. Ich habe 3-mal in der Schule plus 4-mal extra bei Regensburg. Aha. Ja. Okay, also machst du viel auch für dich Freistöße? Ja, ich habe es auch predicted, ich habe gesagt, wie er anläuft, der macht das auf jeden Fall nicht zum ersten Mal, nicht zum zehnten Mal. Aber er ist sehr, sehr stark weiter. So, ja? Dankeschön. Ciao. Auf jeden Fall erstes Halbfinale hier, Kaiserslautern gegen Freiburg. Oh, der macht den! Ja, Junge! Rante Dion! Ja, mein Geil! Okay, Mente, 2-0 Lautern gegen Freiburg. Ja, ich würde sagen, ich glaube, wir sehen Freiburg-Bayern Finale. Aber Hoffenheim wird schwer gegen Bayern. Oh! Chance! Torwart raus! Also Lautern war wieder sehr, sehr geil Nachwuchs hier. Hübsch gemacht vom Kapitän. Fast sich ein Herz. Abschluss! Der wurde gefährlich. Schön gemacht. Und er zeigt auf den Punkt. Es gibt einen 9. Elfmeter. Vielleicht jetzt der Anschlusstreffer. So, Mente, macht er ihn. Und er verschießt. Auf jeden Fall Kopf auch da an den Freiburger. Was passiert? Schon so großen Ronaldo Messi an, schon passiert. Egal, Kopf hoch, Bro. Möglichkeit für die Lauterer. Und er macht ihn. Stark. 3-0. Nice. Die Lauterer ziehen somit ins Finale ein. Sehr cool, sehr, sehr nice. GG. Auch sehr, sehr sympathisches Trainerteam da. GG Männer, Maschine, wie war der Platz? Sehr gut. Gratuliere, sag uns, jetzt Finale. Gratuliere. Aktuell 3-1 für Bayern. Jetzt vielleicht nochmal die Chance, nochmal zu erhöhen. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, weil die Halbfinale liefen immer parallel. Ist ein bisschen schade. Möglichkeit jetzt für die Bayern. Was sagst du? Aber der ist zu mittig. Ja!
Möglichkeit dafür die Hoffenheimer, aber gut rausgekratzt vom Bayer-Keeper. Oh, Möglichkeit und wieder. Und jetzt ist es der Anschlusstreffer. 3:2. Stark gemacht. Uiuiui. Noch ein paar Minuten sind zu spielen, Leute. Stark gemacht von den Hoffenheimer. Jetzt vielleicht nochmal eine Möglichkeit für die Hoffenheimer. Ben. Boah, stark gemacht. Auch Abonnent hier, Ben. Kriegt da ins Gesicht. Also dieser Ben da, auch sehr, sehr sympathisch und auf jeden Fall guter Kicker. Nochmal alles nach vorne. Ball kommt weit rein. Jetzt bin ich gerade für die Bayern. Okay, der Schiri pfeift ab. Bayern zieht also ins Finale. Das heißt, wir haben Kaiserslautern gegen Bayern München im Finale. U15 Bundesliga-Finale. Bayern München gegen Kaiserslautern. Auf geht's, vamos. Mit dabei natürlich unser Abonnent, Leron. Viele, viele Lautern auch. Abonnente. Auf geht's. Möge der bessere gewinnen hier. Finale hier. 2023 Bayern München gegen Kaiserslautern. Die München erstmal rechts nach links in den weißen Trikots. Und die Lauterer dürfen noch in den Heimtrikots ran. Möglichkeit. Und der trifft den eigentlich. Trifft den eigentlich schon sehr, sehr stark. Da war Schiri sagt, nee, da war nichts. Eckball. So, Ecke Bayern. Boah, Leroy versucht's mit einer Direktabnahme. Da geht's jetzt aus der Post. Der Post muss kommen, da in die Mitte. Aber der Bayern, war sehr, sehr stark verteidigt von der Nummer 3. Die hat übrigens gestern, per Außen rechts. Wer hat den? Oh, Torwart kann gerade noch so gehen. Also sehr, sehr geiles Finale, sehr, sehr intensiv. Oh, Möglichkeit ist für Leroy. Bringt der Ball rein. Aber die Lauterer können klären. Übrigens, die Lauterer hatten gestern gegen Bayern gespielt. Da war Bayern 3:2 gewonnen. So, Freistoßmöglichkeit. Leroy bringt den Ball rein. Und das müsste dann eine Ecke geben. Ja, doch hier wieder offener Schlagabtausch. Bin gespannt, wer das Ding macht. Ich predikte 1:1, dann Elfmeterschießen, setzt sich die Lauterer durch. Geiles Spiel. Leroy. Hübsch, dreht sich da. Boah, Ball kommt nochmal rein. Möglichkeit für den starken Außenverteidiger, aber belohnt sich dann nicht. Oh, wieder die Nummer 3, der ist wirklich sehr, sehr stark. Boah, super gemacht, Lester, den Verteidiger. Tschüss, Enkelberg selber, Leroy. Nochmal. Oh. Also Leute, diese Nummer 3 hier wirklich sehr, sehr auffällig. Möglichkeit. Nicht schlecht, bisschen zu hoch. Oh, guter Kopfball, legt ab. Jetzt müsste einer abdrücken, Leroy. Oh, und was ein Tor von Leroy. Was ein Ding. Abonnenten on fire. Ich würde es auf jeden Fall sagen, wie gesagt, wegen dem Mann sind wir unter anderem hierher gekommen. Leroy macht er sehr, 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 sehr stark. So, Mehente, also jetzt die letzten Minuten. Gib mal einen Freistoß da. Vielleicht kommt meine Prediction. Der müsste jetzt gut reinkommen. Aber da sind die großgewachsenen IVs am Start. Und es wird, denke ich, dann wieder der Gewinner Bayern München durch Leroy seit stark gemacht. Verlieren aber jetzt viel Zeit hier. Und wir haben den Gewinner. Bayern München. Bayern München ist also der Gewinner. Aber Kaiserslautern hat auch sehr, 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 sehr stark. Congrats, Bro. Den ein oder anderen Spieler in den nächsten Jahren sicherlich im Fernsehen oder auch in der Bundesliga sehen werden. Danke für die Einladung. Wünschen alle eine gute Heimreise. Hier liegen im Finale. Was sagst du? Warum? Ja, es lag daran, also die Bayern waren besser, hat man auch gemerkt, die haben verdient gewonnen. Nur, ja, müssen halt besser rausspielen. Das war unser Problem. Aber nächstes Mal geht's weiter. Auf jeden Fall. Gutes Turnier gemacht, ja?
So, mein Hände, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind am Ende des Videos angelangt. Leute, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr heftige Skills gesehen. Geile Tore, auch von Lira, ne? Ist mal wieder so, einfach Juanito Abonnenten sind immer on fire. Auf jeden Fall, Leute, check Finelli ab, wisst Bescheid. Und schreibt gerne, wo ich als nächstes hinkommen soll, auf welches Turnier. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo nicht vergessen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Love you all.